Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute bei traumhaftem Sonnenschein und weiß-blauem Himmel und super cooler Aussicht unterwegs zu einem Kunden. Schaut euch mal diese Aussicht an. Ich hoffe, man kann die Berge erkennen. Ja, und bei diesem Kunden ist Sonne das Stichwort. Der hat nämlich einen Kaltwintergarten gebaut, und zwar einen ganz besonderen Kaltwintergarten, denn oben auf dem Dach hat er Solarpaneelen und damit erzeugt er natürlich auch Strom und nutzt diesen für seine eigenen Speicherbatterien. Und dieses besondere Projekt wollen wir uns heute gemeinsam anschauen, mal gucken, ob sich das für den Kunden, er hat es jetzt 2 Jahre, auch rentiert hat, wie er es so nutzt, auf was man achten muss und ob er es wieder machen würde. Wenn euch das also interessiert, dann bleibt unbedingt dran und wie immer, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, uns einen Daumen nach oben zu geben, und über Kommentare freue ich mich natürlich auch. Aber jetzt fahren wir zum Kunden und dann zeige ich euch mehr. Ja, jetzt sind wir hier unter dem Solardach. Neben mir oder gegenüber von mir sitzt der Harald. Vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen und uns mal gemeinsam das Dach anschauen. Und die erste Frage mal, warum haben Sie sich für sowas Interessantes oder Spezielles wie für Solardach entschieden? Wir haben hier halt die spezielle Situation, dass die Sonne genau auf das Eck scheint. Wir haben uns eine Verschattung überlegt und um die effizient zu gestalten, wollten wir eben ein Solardach drüber haben. Das war der erste Ansatzpunkt. Dann waren wir ja bei Ihnen in der Ausstellung und dann haben Sie uns die Seitenteile empfohlen. Und das war der beste Vorschlag ever. Den möchte ich nicht mehr missen. Weil es gibt einfach die Option, dass wir den Wintergarten abends eine Stunde länger nutzen können, als der Nachbar draußen sitzen kann. Wenn die Sonne drauf ist, Seitentüren auf, kommt der Wind, Seitentür zu. Ja, also Solardach ist ja schon ein bisschen was Besonderes. Wie kann man das so ein bisschen vom Gefühl her sagen? Was kommt da so an Strom runter und wie effizient ist das überhaupt? Da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Wir haben schon 2 Photovoltaikanlagen auf dem Dach, einmal auf der Garage und einmal auf dem Haus. Beide waren für uns wirtschaftlich super interessant und haben einen sehr hohen Ertrag in dieser Lage in Buchenberg. Und dann lag es eben nahe, diese zusätzliche Fläche also on top zu nutzen. Das war die Grundidee. Zusätzlich haben wir ja oben mit diesen Modulen, mit den viereckigen Modulen, auch die Verschattung gleich gelöst. Also wir haben zwar eine Win-Win-Situation. Einmal die Verschattung plus einen Ertrag aus Sonnenenergie. Der Ertrag an und für sich ist bei uns durch die geometrische Aufteilung leider nicht so hoch, wie wir ursprünglich geplant hatten. Das hängt aber damit zusammen, in Reihe geschalten, das kleinste Modul zieht die Leistung etwas nach unten. Aber nichtsdestotrotz ist der Ertrag sehr auf dem Niveau, wo wir zufrieden sind. Kann man irgendwie ganz grob was sagen für die Zuschauer, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, was da ungefähr runterkommt? Also so aktuell haben wir ungefähr 3,3 Kilowatt, was wir da generieren können. Pro Stunde. Ja, und wir haben einen Batteriespeicher zusätzlich, wo wir praktisch das einspeisen, sodass wir haben es jetzt noch nicht geschafft, unser Haus komplett autark zu stellen. Das heißt, wir sind noch am Netz abhängig zwischen 2 Uhr nachts und 6 Uhr früh. Prozentual kann man ungefähr sagen, wie viel Autarkie haben Sie ungefähr? Wir dürften jetzt so aktuell bei 75-80% liegen. Ich habe 300 Quadratmeter Wohnfläche plus 5 Personenhaushalt, weil jeder Homeschooling macht oder daheim war, also letztes Jahr zumindest. Und das hat sich für uns absolut gerechnet. Okay. Neben dem ganz positiven Effekt der Verschattung plus Zusatzgewinn. Stören die Solarpaneele auf dem Dach? Weil es gibt ja schon so eine, sage ich mal, so eine Schattenlichtoptik. Also für uns war es ein Gewöhnungseffekt, aber man hat sich sehr schnell daran gewöhnt. Das stört also in keinster Weise. Und für uns ist das ausreichend. Also wir brauchen keine zusätzliche Beschattung. Sind die Anschaffungskosten im Verhältnis zu dem, was es bringt, stehen die in Relation? Ich meine, das ist so kalkuliert, dass ich die Anlage selber tragen muss. Ja. So ist unsere Grundintention. Es hat bei allen anderen Anlagen auch funktioniert. Hier können wir es momentan noch nicht abschätzen, nachdem wir sie jetzt erst seit 2019 haben. Aber es schaut nicht schlecht aus. Okay, das Ziel wäre praktisch, dass sich, sage ich mal, das Dach zumindest irgendwann selber trägt. Nach 15 Jahren amortisiert. Ich meine, das andere ist ja, wir Gebäude, das wird sich auch nie amortisieren. Das ist einfach unser Ding, dass wir den Raum zusätzlich nutzen können.
Jetzt sind wir ja hier auch in Buchenberg auf gut 1000 Meter Meereshöhe. Wie war es denn so im Winter mit Schnee? Also funktionieren dann die Solarpaneelen auch? Liegt da viel Schnee drauf? Wie schnell rutscht da ab? Also sobald Schnee drauf liegt, habe ich keine Funktion der Paneele mehr. Aber bedingt durch die Glasfläche oben und durch die direkte Sonneneinstrahlung, sobald das Wetter gut ist, rutscht der Schnee sehr, sehr schnell ab. Das gleitet auf dem gut und ab da, sobald die frei sind, ist es wie ein Flächenbrand. Dann wird die ganze Fläche frei, weil das auch über Wärme funktioniert, das Thema. Und ist innerhalb kurzer Zeit sind die wieder am Netz, in Anführungszeichen. So grundsätzlich, wenn ich Sie heute frage, nach 2 Jahren Erfahrung jetzt mit dem Dach, würden Sie es wieder machen? Sofort. Aber nur mit den Seitenteilen, also die wirklich einfach diese Zeitverlängerung bei schlechtem Wetter, die man dadurch gewinnt, ist enorm. Also wir nutzen ihn wirklich intensiv. Ja, was kann man jetzt so als Fazit zu so einem Solarterrassendach, in dem Fall sogar mit einem Solarkaltwintergarten, sagen? Naja, es kommt drauf an. Grundsätzlich ist es natürlich eine feine Sache, weil ich kann meinen Strom erzeugen. Auf der anderen Seite kostet natürlich die Anschaffung auch einiges an Geld. Und die Amortisationszeit mit 15 Jahren, die muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Rein vom Gefühl her ist es natürlich eine tolle Sache, wenn ich, so wie der Herr Horald gesagt hat, rund 3,5 kW pro Stunde an Leistung reinbringe und somit mein Haus eigentlich an Sonnentagen fast autark versorgen kann. Klar, der Aufwand ist da. Und was ich auch noch sehe, man muss natürlich auch die Art der Verschattung mögen, dieser Schattenwurf der Solarpaneelen, denn wenn ich dann später zusätzlich noch eine Beschattung außen drauf mache, macht es keinen Sinn und höchstens innen rein könnte man natürlich drüber nachdenken. Also alles in allem, glaube ich, wird es eine Sache sein, die in Zukunft immer mehr kommt, denn Strom wird immer teurer und die Abhängigkeit von anderen fossilen Energieträgern, die will man in der heutigen Zeit wohl nicht mehr so stark haben, was ja auch durchaus Sinn macht. Insofern bestimmt eine gute Alternative. Ja, hier auf der Seite findet ihr noch ein paar Videos zum Thema Energiesparen, die euch bestimmt auch interessieren, zum Beispiel zum Thema Wärmepumpe und zum Thema solare Wärmeenergie, die man mit einem Wintergarten oder einem Kaltwintergarten gewinnen kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr wieder reinschaut und bis bald hier von diesem schönen sonnigen Ort am Waldrand, euer Matthias Bach.